Was für ein seltsamer Text. Ich kann mich nicht erinnern, diesen Text gelesen zu haben. Ich würde mal auf das Daimonikon gucken, ob es sich irgendeiner Weise verändert hat. Es scheint wohl das gleiche Daimonikon zu sein, also wieder eingebunden in Krakenhaut. Aber die Seiten sind trotzdem anders. Es sind weniger Seiten. Weniger? Dein Buch ist größer. Aber die Übersetzung, die du angefertigt hast, ist trotzdem schon sehr viel weiter als das, was... Gut, vielleicht, weil Yalan mehr helfen konnte? Du weißt sowieso nicht, was das für eine Sphäre sein soll, in der du gerade mit Yalan ein solches Buch übersetzt. Wie ist Yalan gekleidet in seiner geweihten Ornat? Graues Geweihtenornat. Grau. Grau. Aber mir, schlag die Seiten um. Verdammt, ihr hört mich nicht. Wie kann es sein? Gibt es mehrere? Nein, das kann nicht sein. Oder in einer parallelen Welt, gleich der unseren, möglich. Wie kann ich das prüfen? Kann nicht irgendein Zauber wirken, ein Odem durch die Linse durch? Wahrscheinlich eher nicht, vermute ich mal, oder? Ich hatte mal probieren, ich mache es ja mal Spaß selber. Ja, dann würfel dein Odem. Im Prinzip hast du ja sowieso schon deine Astralkraft in die Sphäre hineinfließen lassen. Über Zeit lassen. Ja, also du siehst, dass die Linse ist selber magisch. Einfach weil deine eigene Astralkraft gerade hineinfließt. Aber was dahinter ist, hinter dieser Sphäre, hinter dieser anderen Welt, das vermagst du mit dem Odem nicht zu erkennen. Das war zu vermuten. Wie gelang ich in diese andere Zeit? Habe ich mir selbst Hinweis hinterlassen? Ist das die Zukunft, die Vergangenheit? Eine mögliche Zukunft? Wie würde meine mögliche Identität, meine andere Identität mir Nachrichten lassen können? Weiß sie von mir? Schwierig. Schauen wir einmal, warten wir einmal, was passiert. Ich würde weiter auf die Szene blicken und wie sie sich entwickelt. Ja, du verlierst Zeit, viel zu viel Zeit, blickst durch die Linse und merkst auch, wie du immer mehr Astralkraft hineinschieben musst. Irgendwann knurrt doch dein Bauch, aber du ignorierst es. Du lebst fast für diese andere Sphäre viel mehr. Freust dich auch, dass du jetzt Yalan wieder siehst, so quicklebendig wie er ist. Dir fällt auch auf, dass sein Arm nicht zerstört ist, sondern ganz weder aus Holz noch aus Endurium oder aus Gold. Er ist einfach da, kann die Finger ganz normal bewegen. Aber zu deinem Glück kannst du weitere Textfragmente erkennen, die dann nach und nach der andere Abelmir übersetzt. Die schwarzen Mare und ihr Herrführer Irren nach O rangen mit dem uturischen Greifen und mit dem Djinnim des Wassers. Und ihre Kapitale stand der Tempel von Shasnabar mit dem Unterwasserfeuer jener Entität, die ihr Urteil über große Magie spricht. Und ihr Urteil ist stets die Verdammnis. Diejenige aber, die ihrem prüfenden Blick standhielten, stiegen bis zum neuen Zauberkönig auf. Und Morodal, Erbprinz von Maria, entsandte gar 1000 Jahre lang seelenraubende Schiffe zu den Kontinenten Aves, Gyldas, Utas und Marias, um sie mit schwarzen Kristallomantia zu verderben. Es ist einfach unbefriedigend. Unbefriedigend, weil du das nicht übersetzen konntest, weil es ein ganz anderes Buch ist, weil am anderen Ende Yalan steht und Abelmir und sie können dich nicht hören. Und dann ist da dieser Durst, der von dir Besitz zu ergreifen scheint. Und dann kannst du eine Glocke hören. Land in Sicht!
Was? Hey, Capitana, Mann! Capitana, Mann! Ich würde dann irritiert diese Linse weglegen und. Wie viel Zeit? Ich würde mal jetzt mein Chronometer rausholen, was ich von dem großartigen Mechanikus bekommen habe. Es sind 3 Tage vergangen. Was? Wie kann das sein? 3 Tage? Oh, mein Magen. Wann bin ich? Wo bin ich? Hey Mann, Capitana Mann, komm gleich in Kunchum an, Mann. Wie schön. Soll ich die anderen holen, Mann? Das mache ich selber. Ihr kümmert euch darum, dass Hamulgard Bescheid weiß und alle bereit zum Anlegen sind. Ja, Mann. Hatte ich die 3 Tage zu meditieren in dem grünen Licht? Du konntest meditieren und selbstverständlich bist auch du dann wieder aus deiner Realität wieder aufgetaucht. Wichtig, davor hätte ich gerne noch was gemacht. Ja. Und zwar, nach 5 Stunden der Meditation und der Einstimmung darauf, hätte ich mir den Mond gerne angeguckt mit einem Blick in die Vergangenheit. Hat der Blick in die Vergangenheit nicht eine Reichweite? Nein. Sicher? Ja, da bin ich mir relativ sicher. Ich kann mir Szenen dadurch angucken, die in der Vergangenheit passiert sind. Ich kann ganze Landschaften und wie sie sich verändern sehen. Und das steht nur vor Ort, aber wo du gerade bist. Ja, genau. Deshalb gucke ich halt auf den Mond und gucke, was der mir sagen will, weil dieses Licht ja irgendwie anders ist. Reichweite, Berührung oder Sichtweite? Ja. Er hat ja die Sanduhr vor sich, das ist okay. Dann wirke dein Zauber und erzähl mir nochmal. Das ist nämlich so ein Ding, was wir nicht oft rausholen. Ja. Lieber Canciones. Genau. Blick. Würfel ihn vielleicht erstmal. Das wenn auf alle Fälle? Wenn ich jetzt eine Doppel-20 würfel, ist es sowieso vorbei. Triple-20. Ah, ist nur eine. Möchtest du einen Schicksalspunkt ausgeben, um noch eine 20 zu würfeln? Ach ja, komm. Wär schon lustig. Nein. Reicht's denn überhaupt mit einer maximalen Erschwernis von 3? Von 3? Ich meine. Also der Zauber ist gelungen. Ich gucke jetzt gerade nochmal Blick in die Gedanken, Blick durch fremde Augen, Blick in die Vergangenheit. Plus ein Modifikator. Mhm. Der Zauber gelingt dir, gerade wenn du die Sanduhr anfasst, so wie sie gedreht ist. Du bist dir nicht ganz sicher, ob es daran liegt, dass du die Sanduhr gedreht hast und dass dadurch auch dein Zauber so seltsam ist, aber du hast das Gefühl, dass es weder Ort noch Zeit unter diesem grünen Mond gibt. Dass er immer existiert hat und immer existieren wird. Hey. Und dass du gleichzeitig überall und irgendwo bist. Das ist super interessant. Also der Zauber ist gelungen, aber das ist das, was du siehst. Und du weißt nicht, woran das liegt. Alles gut. Ich lasse mich auf jeden Fall vollständig auf diese Erfahrung ein. Das kann mir ja nur helfen. Dementsprechend wirst du höchstwahrscheinlich genauso vielleicht benommen sein, wenn du dann auch nach... Ja, ganz lass es 3 Tage gewesen sein. Ebenso wie Arben mir wieder erwachst. Immerhin sind das so Zeit- und Schicksalsrituale, die sowas erlauben. Die brauchen ihre Zeit. Genau. Ja, richtig. Und da man ja für den Blick in die Vergangenheit sowieso eine sehr lange Vorbereitungszeit braucht, dachte ich mir, das passt ziemlich gut mit der Meditation, die ich jetzt mache. Ja, das passt ausgezeichnet. Auch eben gerade zu dem, was Apel mir da gerade unten angestellt hat. Bist du dann auf Deck? Weil du schaust ja den Mond an. Nee, von seiner Kajüte durchs Bullauge hat er sich den Mond betrachtet. Ja, und so können dann nach und nach Zulamin in den verschiedenen Türen auftauchen, Rafim rausholen, Serpentilio rausholen und dann auch auf den verwirrten, sowohl Boltax als auch den verwirrten Abelmir. Ich hab keine Tür. Ich werde mir erstmal einen Blick in den Spiegel werfen. Nach 3 Tagen sehe ich wahrscheinlich aus wie, wie kein Horasia. Würde mich dann rasieren und dann erst hinausgehen und mir etwas zu essen besorgen, vor allem erstmal. Ganz wichtig. Ja, wenn Zulamin Boltax-Kajüte betritt,
dann wird sie natürlich die von Groschow in Mitleidenschaft gezogene Truhe und verschiedene andere Sachen sehen. Aber vor allem Boltax, wie er mit grünen, glasigen Augen am Bullauge steht und in die Nacht oder den Tag, je nachdem, welche Tages- oder Nachtzeit wir haben, hinausblickt. Und erstmal gar keine Anstalten macht, zu reagieren. Schulamin fällt gerade siebend heiß ein, dass sie Boltax seit mehreren Tagen nicht gesehen hat. Und so üblich ist das jetzt auch nicht. Nähert sich ihr vorsichtig. Boltax? Boltax? Und wenn er nicht reagiert, legt sie ihm eine Hand auf die Schulter und... Was? Wo? Wann? Alles gut, alles gut. Also zumindest was mich angeht. Alles gut. Was hast du gemacht, Boltax? Ich habe den Mond angeschaut. Das klingt jetzt seltsam, weil wir Tag haben. Mhm. Aber ich war nicht ganz hier. Offenbar wart ihr sehr lange nicht hier. Ich habe nicht so drauf geachtet, weil, ich habe mich mit dem Schiff beschäftigt. Aber ich glaube, ich habe euch seit 2 oder 3 Tagen nicht gesehen. Ach, Zeit, was ist schon Zeit? Ich war an einem Ort zwischen der Zeit, an dem jetzt und hier und dann gleichzeitig stattfindet. Unter dem grünen Mond. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber das ist eine andere Sache. Es gibt einen Tempel des grünen Mondes in Fasar. Darf ich das wissen? Darf ich dazu was würfeln? Da weiß ich jetzt leider nichts zu. Du darfst es aber gerne würfeln. Ich würde dir eine 10er Schwernis geben. Um etwas über einen random Tempel zu wissen? Naja, wenn der in Fasar existiert und sich alt-urtulamidische... Also ich erzähle mal, erstmal das Oberflächliche. Zulamin runzelt die Stirn. Es gibt einen Tempel des grünen Mondes in Fasar, Boltax. Nein, ich war nicht in einem Tempel, ich war hier, auf dem Schiff. Wie soll ich denn nach Fasar in den Tempel kommen? Nein, das meine ich nicht, aber ich meine, dass der grüne Mond etwas Übernatürliches ist, von dem man zumindest schon gehört hat, wenn auch sehr wenig. Ja, nun, ich habe ihn gesehen. Wie gesagt, ich habe versucht, in die Vergangenheit des Mondes zu blicken. Aber die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft, sie waren eins. Es würde die Zeit an diesem Ort nicht existieren. Oder? Vielleicht besprechen wir das mit den anderen. Also, wenn ihr es Serpentilio und Abel mir sagen wollt, vielleicht haben sie dazu fachliche Ansichten. Nun, selbstverständlich. Das ist kein Geheimnis. Es ist ja nicht so, als würde ich hier vor jemandem Geheimnisse haben auf diesem Schiff. Gut, dann kommt doch herüber in die Kapitänskajüte. Soll ich dir etwas zu essen bringen lassen? Ja. Jetzt, wo du das so sagst, wenn ich 3 Tage hier stand, dann habe ich ja wie viele Mahlzeiten verpasst? Ja, 12? Du solltest auch etwas trinken. Wir werden bald in Kunchom sein, aber ich denke, wir besprechen uns erst einmal. Ja, und während du das sagst, könnt ihr sehen, wie Abel mir mit 2 großen Tellern mit deftigen Speisen in die Kajüte reinläuft, unter seinem Arm geklemmt noch eine Flasche mit Apfelwein und versucht da so ein bisschen den Teller zu balancieren mit den ganzen leckeren Offiziersnaschereien. Aus dem Weg! Heiße Ware! Zulamin weicht ihm aus. Ihr seid offenbar auch hungrig. Das ist gut. Ja? Lasst mich euch etwas abnehmen. Nein, das ist für mich. Ich lasse noch mehr bringen. Zulamin macht einen Schritt vor die Tür und es gibt ja keine Schiffsjungen mehr. Das heißt, ich glaube, es müssen jetzt verstärkt die Recker von Terilia Bad ran und werden auf dem Schiff herumgeschickt. Das ist ja mal was Neues. Ja, solange unsere Schiffsjungen nicht da sind, die Arbeit muss getan werden. Ja, wir müssen sowieso schon viel mehr schrubben. Wir sollten mehr Leute anheuern.
Wir können ja nicht die ganzen Arbeiten von den Schiffsjungen machen. Da müssen wir am besten nochmal 20 Leute einstellen. Sie kommen ja zurück. Ja, was sollen wir in der Zeit machen? Schrubben. Ja, machen wir sowieso, gerade bei diesem milchigen Zeug hier oben. Guck dir das mal an hier, wie mein Mob aussieht. Ja, das ist wirklich widerlich. Spritzt uns die ganze Zeit nach oben auf. Und ein paar Maden auf dem Schiff haben wir auch. Wir müssen viel mehr putzen als sonst, du. Wir brauchen mehr Männer. Frauen, okay. Mir ist es egal. Aber Hauptsache mehr Männer. Ihr könnt doch nicht einfach Leute entlassen. Das geht doch nicht. Mäßigt euch. Ja, schon so, aber das Problem ist zur Kenntnis genommen. Gut. Danke. Dann hole ich jetzt den Offizieren mal ihr leckeres Essen, ne? Boltax, nimm die Finger von meinem Teller. Teller. Aber es schmeckt so gut. Aber Mia, du kriegst doch gleich noch was. Ja, das ist meins. Ich habe seit 3 Tagen nichts gegessen. Du wirst mir wohl was abgeben. Oh, ja, natürlich. Sag mal, wie kann es sein, ich 3 Tage so ruhig sein und auf einmal schreit hier wieder alles zusammen? Ich war in der Tat auch ein wenig besorgt darüber, so lange in Frieden arbeiten zu können, ohne gestört zu werden. Oh. Ihr müsst das hier probieren. Von meinem Wein kriegt ihr nichts. Ich will den Wein nicht. Ich habe Bier. Nun, also Boltax zumindest hat offenbar 3 Tage lang den Mond angestarrt. Was habt ihr 3 Tage lang gemacht, Fabelmir? Das ist schwierig zu erklären. Ich hatte Visionen, könnte man sagen. Ja, von, da seid ihr nicht der Einzige. Von mir selbst und Yalan. Dafür müsst ihr euch nicht schämen, Fabelmir. Nein, nicht, wie ihr das vielleicht meint. Ich sah mich selbst, wie ich ein Werk las und Übersetzung fand, die ich so nicht bisher gefunden hatte. Es ist schwierig zu erklären. Habt ihr schon einmal von einem grünen Mond gehört oder geträumt? Ja, ich habe ihn gesehen. Was? Was? Ja. Erzähl. Ja. Erzähl. Ja, also da war die Sanduhr und die stand in meinem Zimmer. Und dann hat Gorsho sehr viel gebellt und dann habe ich das getan, was ich immer tue, wenn ich die Sanduhr sehe. Ich habe mich konzentriert und mich auf den wenigen Sand eingelassen, der noch im oberen Glas ist. Und dann habe ich meditiert und war auf einmal, nun ja, in dieser Welt ohne Zeit. Und der grüne Mond stand am Himmel und ich habe ihn angeguckt und dann habe ich in die Vergangenheit des Mondes geblickt. Aber da war keine Vergangenheit. Weil Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft dort eins waren. Wir hatten also 2 temporale Ereignisse, die gleichzeitig stattfanden und beide hier verortet waren. Dies ist höchst besorgniserregend. Nun, ich weiß nicht, ob euch das weiterbringt, aber ich sagte gerade zu Boltax, es gibt einen Tempel des grünen Mondes in Fasar. Und zwar... Er stammt aus der Zeit vor dem Silem-Horas-Edikt. Was die Vermutung... Nun ja, es ist möglich, dass es sich um eine göttliche Entität handelt, die eben schwächer ist als die 12. Oder die Möglichkeit stünde im Raum, dass es sich eigentlich um einen Erzdämon gehandelt hat. Aber der Tempel besteht bis heute. Und... Nun ja, man weiß sehr wenig darüber. Er steht leer, er hat keine Priester mehr. Obdachlose suchen dort Schutz. Könnt ihr ihn beschreiben, das Innere? Er enthält eine große Scheibe aus grün angelaufenem Kupfer. Sonst ist da nicht viel. Vermutlich wurde er geplündert. Aber manche nennen ihn den Tempel des Wanderers. Mehr weiß ich leider auch nicht darüber. Bin ich der Einzige, dem die zeitliche Verordnung der ganzen Sache Bedenken bereitet? Nun, etwas hat versucht, euch zu kontaktieren, nehme ich an. Vor allem ist genau diese Anhäufung von Temporalereignissen aufgetreten, kurz nachdem wir noch über Abelmires geplante, ihr wisst schon, was es auch immer werden soll, gesprochen haben. Das scheint mir nicht sehr zufällig.
Dann Nun. Braucht ihr Kanizitianas Hilfe womöglich tatsächlich. Ich halte es noch immer für eine Falle von ihm, aber... Oh, ich auch. Ich kann mir... Der Mann müsste ein Heiliger sein, um sich nicht an euch rächen zu wollen. Ihr solltet im Übrigen darüber Bescheid wissen, dass Kanizitiana sich nicht mehr in Kuntjam aufhält. Woher wisst ihr das? Ich habe meine Wege. Ich verstehe. Nun, also denkt ihr, wir werden ihn nicht antreffen, wenn wir seinem Hinweis folgen? Ich denke nicht. Wir sollten trotzdem in Kuntjam Halt machen. Vielleicht hat er uns etwas hinterlassen. Möglich. Vielleicht kann er uns weitere Hinweise liefern. Ob er es nun will oder nicht. Vielleicht musste er fliehen oder er geht Informationen nach. Aber denn hast du auch einen grünen Mond gesehen? Ja, er stand im Zusammenhang mit dem Untergang eines sehr, sehr alten Kontinents. Der Prinz von Lamaria nahm daran teil an diesen Ereignissen. Und Namen. Ich muss meine Gedanken dazu erst einmal sortieren. Ich habe Schriften gelesen in der Vergangenheit, die ich übersetzt habe, aber die ich nicht kenne. Es ist schwierig zu beschreiben. Ich werde mich etwas sammeln müssen, fürchte ich. Ich muss meine Gedanken dazu niederschreiben, meine Erinnerungen, solange sie noch da sind. Eine sehr gute Idee, das hilft mir auch immer nach Visionen. Naja, ich verspüre auch eine viel schwächere Verbindung zu Chor im Moment. Vielleicht hat das auch damit zu tun. Das macht mir so langsam etwas Sorgen. Also entweder finden wir neue Freunde oder unsere alten werden gerade schwächer. Also wir sollten uns gegen weitere Ereignisse dieser Art wappnen für die Zukunft. Fragt mich nicht wie. Ich werde es herausfinden. Wir müssen mehr über diesen grünen Mond herausfinden. Das ist ich der denke Schlüssel. Auch. Erst einmal müssen wir euch offensichtlich vor Satinas Zorn beschützen. Wieso mich? Ich weiß nicht wieso euch, aber offensichtlich seid ihr in die Sache auch verwickelt. Aber ich habe nichts gemacht, ich habe nichts angefasst. Wann hat das jemals für irgendwas gegolten? Ah, das stimmt auch wieder. Nun, zumindest in der Schlacht der drei Kaiser kann ich für Boltax bürgen. Er war tatsächlich nicht in die Sache verwickelt. Es ist möglich, dass die Wesenheiten, die Strippen ziehen, verhindern wollen, dass ihr aber mir denselben Trick zweimal versucht. Ich muss es schaffen. Um meiner selbst willen, vielleicht um euch, eurer aller selbst willen. Aber seht es doch einmal so, ihr seid am Leben, nicht wahr? Ich bin jetzt am Leben, ja. Nun, aber was sagt, dass ihr die Unternehmung, die ihr angestellt habt, um euer Überleben in der Vergangenheit zu sichern, nicht zu einem Zeitpunkt in der Zukunft angefangen haben könntet? Ich glaube, ich habe so ein Bauchgefühl. Nein, das ist Bauchgefühl. Nicht richtig. Seht an, der gelehrte Magus hat ein Bauchgefühl. Ja, wenn man die Sachen nicht verstehen kann, muss man hin und wieder auf seine Intuition hören. Aber mir, ich glaube, das Bauchgefühl ist der Hunger von drei Tagen. Ja, wenn ihr meinen Teller leer ist, ist das kein Wunder. Es kommt doch gleich etwas Neues. Ja, ist doch nicht hier. Wo bleiben diese... Ah, wir hätten diese verdammte Schiffchen behalten sollen. Es klopft an der Tür. Rein. Ich habe hier was zu essen. Bin ich hier richtig? Ja, hier damit. Danke. Ja, wart doch eben erst bei uns. Ja, gib her. Ja, drei Tage nicht zu uns kommen und dann auf einmal alles fressen wollen. Das muss die Küche auch reinplanen. Schnapp die Teller und löffel den so schnell wie leer. Der fette Zwerg jetzt auch, oder was? Der wird auch immer dicker. Ja, so wie es sich gehört. Und jetzt lass mir was übrig. Ja, damit stiefelt das Küchenpersonal wieder raus. Ach, schon besser.
Ich glaube nicht, dass man es logischer gründen kann. Manchmal muss man... Segel aus dem Wind! Was ist jetzt schon wieder? Das wird wohl die Hafeneinfahrt sein. Wir erreichen in Kürze Kunchom. Oh, ah, das war ja natürlich. Ja, ich werde mich auf jeden Fall mal im örtlichen Tempel schlau machen, ob ich der einzig Betroffene bin. Ich nehme an, ihr seid nicht betroffen. Wie ich schon sagte, ich spüre nichts. Wobei es, nach dem, was in Janka mit dem Tempel geschehen ist, mich jetzt auch nicht so verwundert hätte. Ich befinde mich wie immer im Vollbesitz meiner geistigen Kapazitäten. Ja, und dafür sind wir nur mehr als dankbar. Wie schön, dann könnt ihr ja zur Aufklärung dieses Mysteriums beitragen. Grinalmond ist mir nicht bekannt. Wir sollten... Ich werde dir der Schiffskasse einige Anlasten zutragen und wir werden in Kunchom einen Besuch an der Bücherei abstellen. Ich erwarte nicht viel, aber es kann nicht schaden. Oh, ich muss sowieso noch in die Akademie. Dann können wir das gleich verbinden. Die Bibliothek in Salem könnte etwas wissen, aber das hilft uns natürlich nicht. Vielleicht fragen wir zuallererst einmal Netia.